Hallo liebe Zielgruppe zu einem neuen Video hier auf unserem Kanal. Wie ihr alle wisst, haben wir ein VW T6, Marke Selbstausbau. Ja. Und ja, den werden wir aber zurückgeben. Und da stellt sich für mich die Frage, nehmen die den Wagen mit dem Selbstausbau mit? Der ist ja finanziert. Geht das denn so einfach? Ja, das ist doch gar kein Problem. Der Selbstausbau ist rückstandslos entfernbar. Der ist nur verankert im Schienensystem, aber das schauen wir uns gleich an. Dieses Video haben wir wieder ein bisschen unterteilt. Und zwar erstmal nach der Frage, warum haben wir uns für ein Multivan entschieden? Dann, was brauchen wir so alles oder was braucht man allgemein für so einen Selbstausbau? Ja, danach die Frage, wie wird das ausgebaut? Ja, und am Schluss gibt es das Fazit, aber anfangen tun wir jetzt die Frage nach dem Warum und das erklärt euch jetzt Stefan. Warum haben wir uns für den VW T6 Multivan entschieden? Der Multivan ist ja multifunktional, also das heißt, ich kann dort Sitze reinbauen in das Schienensystem, das vorhanden ist. Ich kann auch andere Sachen befestigen in dem Schienensystem, solange ich halt Befestigungsösen oder irgendwas habe. Aber nichtsdestotrotz ist für viele ja die Entscheidung für den Multivan auch, weil sie halt auch mal in diesem Fahrzeug übernachten können. Wir haben das Ganze komplett umgebaut, also das heißt, wir haben uns komplette Inneneinrichtung gebaut, die dann in diesem Schienensystem befestigt wird. Wie das gemacht wird, das zeigen wir euch gleich noch. Naja, und deswegen haben wir uns für den Multivan halt entschieden. Man hat auch eine Ladefläche, wenn man das mal braucht. Und ja, genau. Ist halt ein Multivan. Ist halt ein Multivan. Sagt das Wort Multi schon. Genau. Kommen wir zu dem Bereich, was braucht man alles? Und ich bin ehrlich, das kann ich mir nie und nimmer merken, deshalb hole ich mir von da jetzt mal eine Liste, ja, um zu gucken, was haben wir alles verbaut und was hatten wir alles gebraucht. Was brauchen wir denn alles? Also, als erstes fangen wir an mit Schränken. Da sind wir relativ einfach und unterwegs gewesen, und zwar bei den vier gelben Buchstaben aus Schweden. Die lauten IKEA. IKEA. Mein Finger so rum. Alles klar. Auf jeden Fall IKEA-Schränke. Das blenden wir euch auch gerade mal ein, was das für Schränke sind. Der eine heißt Nordli, passend ja heute zu unserem nordischen Flair, den wir hier haben. Und das andere ist der... Ich muss gerade mal kurz gucken. Nee, ich glaube, das ist der Nordli. Der andere heißt Alex, genau. Das kann ich mir merken, weil ein ehemaliger Kollege so hieß. Genau, der andere heißt Alex und ist eigentlich in der Büroabteilung zu finden. Also ist eigentlich ein Container, ein Schreibtischcontainer. Aber ihr seht es ja dann, wie Stefan das alles verbaut hat. Genau. Ja, dann brauchen wir vier Multiplex-Spanplatten. Um Wände aufzustellen und um ein Dach dann zu bauen, damit man auch die Liegefläche erstellen kann. Dann ist wichtig, dass man sich einen Plan zeichnet. Das sollte man vorher machen, bevor man das kauft. Aber ja, wir haben es an dritter Position. Wir haben erstmal so einen Plan. Der sieht nämlich so aus. Den blenden wir euch jetzt auch nochmal gleich richtig ein. Und da entsteht gleich nach und nach ein Bild daraus. Also sprich, ja, die Möbel kommen dort rein. Ja, das kommt aber alles in Wie. So, dann brauchen wir Schaumstoff. Da haben wir uns für 100 mm starkes 1,40 x 20 Meter, 2 Meter. Gebaut. Jeansstoff, damit haben wir nämlich das Schaumstoff ummantelt. Druckknöpfe, wir brauchen einen Wassertank, einen Kanister, Schläuche, zwei Pumpen, diverse Anschlüsse, diverse elektronische Teile, ein Wasserhahn, ein Bedienteil mit Anzeige, ein Kühlschrank bzw. Truhe, eine Waschbeckenlösung, auch da wieder waren wir bei den 4G Buchstaben, ein Zweiflammen-Gaskocher, Solarplatte mit Steuerelement und ganz neu einen Vorhang. Ja, das sind alles die Mittel, die man so braucht. Und gleich in den nächsten Überblendungen kommt die Frage nach dem Wie. Wie wird aus diesen ganzen Materialien, die ich euch gerade vorgelesen habe, ein wunderbarer Selbstausbau zum
wie hieß es, zum rückstandslosen Selbstausbau, ja. Ich habe euch eben gerade dieses, dieses Blatt gezeigt. Das werden wir euch jetzt auch nochmal einblenden. Allerdings habe ich jetzt hier schon die Sitze dort hinzugenommen. Das heißt die Vordersitze, die ja eh schon im Fahrzeug sind. Den haben wir ja mit einem Drehsitz gekauft. Also das heißt, der Beifahrersitz ist drehbar, der Fahrersitz ist starr. Also den haben wir nicht drehbar genommen. Genau, wir fangen mal an. Also als erstes habe ich Wände aufgestellt und zwar im hinteren Bereich. Dieses Nordli, was wir eben gerade von IKEA hatten, haben wir jetzt sozusagen quer reingelegt. Das ist sozusagen so, also ich markiere euch das dort, ja. Dort sind die Schubladen drin und nach hinten haben wir dann einfach diese Multiplexplatten, die wir brauchten, aufgestellt, sodass es dann im Prinzip einen Kasten gibt. Das Ganze haben wir dann mit Winkeln zusammengeschraubt und nicht zu vergessen, unten, das blende ich euch auch ein auf einem Foto, da habe ich spezielle Verankerungsösen für dieses Schienensystem. Die kommen nämlich von dem Campingausstatter Vanessa, der in Bayern, glaube ich, sitzt irgendwo. Muss ich nochmal rausfinden. Dort kann man auch komplett selbst den gesamten Ausbau kaufen. Das blenden wir euch natürlich unten ein. Natürlich, klar, genau. So, im zweiten Schritt, also da habe ich jetzt erstmal die Maße dazu, dass ihr das auch mal sehen könnt. Die ganzen Dateien, muss man dazu sagen, findet ihr auch auf unserer Internetseite. Also ihr müsst euch jetzt nicht alles abfotografieren, rausschreiben oder sonst sowas. Ihr findet die auf der Internetseite. Genau, www.kreuzfahrtbulli.com, EU oder Info. Genau. DE könnte auch gehen. Aber dann landet man in 20 Sekunden später auf der Internetseite. Genau. So, ich habe jetzt mal ein bisschen was blau markiert. Das dunkelblaue ist der Wassertank. Den haben wir dann aufgeschraubt auf die Platte von diesem Nordli, weil die eine Platte, das ist glaube ich die Bodenplatte, die wird im Prinzip nicht genommen und der Nordli selber wird ja auf den Kopf gestellt. Wie man das vielleicht auf den Fotos schon ein bisschen erkennen konnte, den baut man im Prinzip einfach falsch rum zusammen. Das ist das Schöne bei IKEA, man kann so rum als auch so rum zusammenbauen. Passt, kein Problem. Solange alle Schrauben da sind. Solange natürlich alle Schrauben da sind, das ist klar. Dieses hellblaue ist einfach nur die Kühltruhe, nur dass man sich mal so ein Bild macht, wo die eigentlich sitzt und dass man die im Prinzip dort rein und rausziehen kann. Mit der Schublade schon vom Nordli, die da drüber liegende Schublade haben wir einfach rausgelassen. So, dann haben wir unseren Alex. Der Alex wird natürlich auch im Auto verbaut. Das Ganze sieht man so. Oben das dunkelblaue auf dem Alex. Das ist jetzt sozusagen dieses Waschbecken. Und wir haben diesen Alex sozusagen ein bisschen modifiziert. Wir haben an allen Seiten haben wir Druckknöpfe rangebaut, als auch natürlich am Nordli auch, nämlich damit der bei der Fahrt die Schubladen nicht rausfliegen. Das ist natürlich wichtig. Die Druckknöpfe, die werden wir euch auch einblenden. Die haben wir beim großen A bezogen. Diesen vom Amazonas, ne? Dieses große A. Ja, genau. Dazu die Maße, dass ihr dann auch nochmal Maße zu habt, wie das dann im Fahrzeug aussehen wird. Das Waschbecken hat auch die Maße gleich eingebaut. So, dann haben wir im Prinzip nichts anderes gemacht, als haben die Sitzpolster zusammengeschnitten. Da zeigen wir euch mal kurz ein Foto dazu. Und wir haben erst die Platten uns schneiden lassen, wie sie halt sein sollten. Man kann die sozusagen sich direkt im Baumarkt zurechtschneiden lassen. Das ist halt das Einfachste. Na? Und dann haben wir das Schaumstoff zurechtgeschnitten, draufgeklebt mit Schaumstoff, echtem Kleber oder sowas heißt das. Also da gibt es spezielle Kleber, drauf achten. Und zum Schluss haben wir die ganzen Sachen mit unserem Jeansstoff überzogen und haben die dann festgetackert von hinten. Und dann von hinten? Ja, und volle dann, Kanne. Genau. Und dann im Auto natürlich verschraubt, auch wieder mit Winkeln. So, das Ganze bedarf ja auch noch einer Bettverlängerung. Die sieht man jetzt hier, die ist dazugekommen. Das sind zwei Elemente, die haben jeweils einen Fuß, also sprich ein Klappscharnier, dass man den Fuß ausklappen kann und dass man das dann unten hinstellen kann. Auf den anderen Seiten sind Befestigungen angebracht, nämlich die ausziehbare Befestigung, wo wir oberhalb in diese Bettverlängerung, in die vordere Bettverlängerung auch noch Stifte reingesetzt haben, damit das Ding nicht abhauen kann. Und hinten ist es ja eh kein Problem, da ist der Schrank und an der Seite hängt dann noch so ein Brett.
Dazu nochmal die ganzen Maße. Ja, hier fliegt die Asche tief. genau, das sind die gesamten Maße nochmal. Aber wie gesagt, auf unserer Internetseite könnt ihr euch die auch abholen. Ja, eigentlich bin ich dann mit dem Ausbau, mit dem Groben, schon durch. Guti, dann geht es gleich weiter, weil natürlich gehört zu dem Auto noch viel mehr. Und das ist alles, was... Soll ja auch noch elektrisiert werden. Genau, das muss ja noch, weil Wasser haben wir jetzt schon, ne? Wasser haben wir. Ein Bett haben wir auch, also theoretisch wichtig, genau. Haben, aber Strom brauchen wir, damit wir solche Videos drehen. Und das seht ihr nach einer kleinen Werbeeinblendung von unserem Kreuzfahrtbulli-Internetseite. Ne? Genau. Hallo zusammen, kennt ihr schon unsere neue Internetseite www.kreuzfahrtbulli.com? Dort findet ihr alle Tricks, Kniffe rund ums Wohnmobil oder rund ums Campen, Stellplätze, die wir schon vorgestellt haben und auch unsere Roadtrips. Viel Spaß beim Durchstöbern. Gucken wir mal auf unseren Stromlaufplan. Ich habe da so ein bisschen mal kurz grob was zusammengeschnitten, also nicht wundern, 24 Volt haben wir da nicht im Fahrzeug, das ist oben links in der Ecke, sondern das Ganze ist mit 12 Volt betrieben. Hier ist nicht die Solaranlage mit aufgezeichnet, die wird im Prinzip einfach nur an die Batterie angeschlossen, so wie die, ja, wie die Schaltpläne des Steuergerätes auch es verlangen. Genau, was haben wir? Wir haben eine Wasserstandsanzeige. Die ist mit einem Schalter anschaltbar, wie man oben sehen kann, und ist dann mit einem Taster im Wassertank befestigt, also beziehungsweise wird dann durchgeschaltet, ob der Wassertank dann leer ist oder nicht. Wenn er voll ist, ist der Taster offen, also er ist dann nicht geschlossen, sozusagen, dass kein Strom durchgeht. Und wenn der Wassertank voll ist, dann ist er halt zu. Dann haben wir die Wasserpumpe. Die ist einmal hinten geschaltet und einmal vorne geschaltet. Das heißt, es ist ein Zwei-Wege-System, weil man hinten ja auch nochmal das Wasser ablassen muss. Als auch natürlich am Wasserhahn, wenn man den aufdreht, soll natürlich auch Wasser rauskommen. Wir haben die, ja, die Ladedose. Das ist eine USB-Ladedose. Die hat 2,1 Ampere. Zweimal. Also relativ viel, um auch schnell ein Handy und das Kameraequipment auch laden zu können. Dann haben wir den Kühlschrank, der hat allerdings auch noch einen Schalter, wie ich sehe. Habe ich das hier in diesem Plan nicht ganz reingebaut, aber bis das Video kommt, ist das dann auf jeden Fall drin. Dann haben wir den Spannungswandler, der hat natürlich auch einen Schalter und versorgt uns mit 230 Volt für unsere Kaffeemühle oder meine Kaffeemühle, damit ich auch meinen lecker frisch gemahlenen Kaffee auch habe. Dann haben wir unsere 12 Volt Anzeige, die zeigt uns an, wie viel Reserve und wie viel Strom noch auf unserer Batterie ist. Es gibt ein kleines Diagramm, das packe ich dann auch nochmal dazu, wo man ungefähr anhand der Voltzahl der Batterie noch ablesen kann, wie viel Spannung oder wie viel Strom eigentlich noch oder wie viel Reserve hat die Batterie noch. 80%, 70%, 60% und so weiter und so fort. Dann haben wir die Pumpe für die Dusche nicht zu vergessen. Die ist ja im extra Wassertank, damit wir auch duschen können. Ja, und zum Schluss darf man auch nicht vergessen, wir brauchen ja auch Licht, wenn es nämlich dunkel ist. Das Ganze ist auch nochmal aufgezeichnet hier mit zwei Schaltern. Eins ist nochmal extra gesteckt sogar. Das ist die rechte LED-Leiste, die nämlich bei uns an der Tür hängt. Ja, damit bin ich eigentlich schon durch mit dem Strom und ja, wir gehen zum nächsten Kapitel. Das nächste Thema ist dann der Solarausbau. Da kann ich euch nochmal einen Tipp geben. Wir haben den gesamten Solarausbau gefilmt in einem extra Video. Das verlinkt der Marcel dann, wenn er das Video schneidet nochmal. Nichtsdestotrotz erkläre ich es kurz. Wir haben oben das Solarpanel drauf. Das ist ein 100 Watt leistungsstarkes Solarpanel. Dort gehen Leitungen an der Fahrertür runter in den Innenraum zu dem Steuergerät der Solaranlage und von dort aus gehen dann zwei Leitungen direkt von Plus, also Plus als auch Minus, direkt auf die Batterie. Mit diesem Steuermodul kann man auch direkt nochmal Strom entnehmen. Wenn man dort den Strom entnimmt, dann kann man auch sehen, wie viel Strom man eigentlich gerade rausnimmt aus den Batterien. Das hat halt den Vorteil. Wir haben das später nachgerüstet, daher haben wir das nicht so gebaut, sondern wir haben nur die Anschlüsse bis zur Batterie, damit wir eine Ladung bekommen. Aber wir sehen nicht, wie viel entladen wird. VW Multivan, rückstandsloser Selbstausbau für jedermann. So der Titel von diesem Video. Und
Ja, jetzt kommen wir schon zum Fazit von diesem Video. Wenn man sich Stefan so anhört und wenn man so die Liste sieht, die ich vorgelesen habe, denkt man sich, oh, ist das wirklich was für den Selbstausbau? Kann das jeder? Also wenn man mit einer Säge umgehen kann und einigermaßen bastelaffin ist, ist das ohne Probleme machbar. Wir haben für den kompletten Ausbau ein Wochenende gebraucht. Ja, wenn wir jetzt das Einkaufen dazu nehmen, also dann sage ich mal doch, wo Freitag, Samstag, Sonntag, nehmen wir noch den Donnerstag dazu, 4 Tage und dann ist das wirklich alles fertig. Wenn man natürlich frei hat oder Urlaub, schafft man das echt an einem ganzen Wochenende. Wir haben diesen Ausbau schon im alten 5-2er gehabt, ne? Ja, genau. Noch ein bisschen, da hatten wir es ein bisschen anders modifiziert, da hatten wir zum Beispiel die Bettverlängerung im Star. Das hat uns einfach nicht so gefallen. Deshalb haben wir uns immer weiter modifiziert. Und ich glaube, so wie er jetzt ist, ist er für uns eigentlich in der Variante bei einem Multivan. Das Optimum, ne? Das Optimum. Ja. Ich glaube, viel besser kann man nichts mehr machen. Ja. Ja, wir müssen natürlich aufpassen, was so das Abwasser bedeutet. Da achten wir sehr auf Umwelt. Schonend, also nicht, was irgendwie die Umwelt belastet, dass wir da entsprechend Spülmittel... Es gibt Ökomittel, die sich komplett abbauen, also da genau. Gibt es keine Probleme. Das nutzen auch Wanderer und genau. So weiter, die halt in der Natur unterwegs sind oder auch auf irgendwelchen Pässen übernachten und so weiter. Also es gibt es alles. Genau, sowas nutzen wir natürlich. Wir überlegten noch, ob wir uns vielleicht einen Abwasserkanister bauen. Da würden wir aber dann wahrscheinlich auf Stühle oder irgendetwas verzichten müssen, worauf, was wir einfach nicht möchten. Deshalb bleiben wir halt beim Ökologischen. Ist ja auch was Gutes für die Umwelt. Ja, wie gesagt, ich glaube, wir sind höchst zufrieden mit diesem Ausbau und er ist für jedermann selbst zu machen. Die ganzen Grafiken, die Unterlagen, also sprich die Abmessungen. Genau. Die ganze Liste, was Stromlaufpläne und so. Was man an Material braucht, etc. Das findet ihr auf unserer Internetseite kreuzfahrtbulli.com. Den direkten Link, der ist auch in der Videobeschreibung unten drin. Und ich glaube, das reicht als Fazit, oder? Ja, falls ihr da auch Fragen zu habt oder sowas, scheut euch nicht in die Kommentare was zu schreiben oder uns dann anzuschreiben. Das ist kein Problem. Wir versuchen euch da auch schnellstmöglich dann zu antworten. Wenn wir jetzt halt auf Reise sind oder sowas, muss man halt gucken, ob ich alle Unterlagen dabei habe, dass ich mir alles raussuchen kann, wenn irgendwie noch was benötigt wird oder ich da, um die Antwort zu geben, sage ich mal, dann bitte wir um da um Rücksichtsnahme. Aber ansonsten helfen wir euch natürlich auch gerne weiter und genau. Genau. Ob wir unterwegs sind, das ist eine schöne Überleitung, seht ihr bei Instagram. Also wenn ihr uns auf Instagram folgt oder auf Facebook, dann seht ihr immer, oh, die sind unterwegs, dann könnte es ein bisschen länger dauern. Die Mailadresse blenden wir euch auch nochmal ein, wo ihr halt zur Not per Mail schreiben könnt, wenn ihr halt nicht so gerne was haben wollt. Nicht wundern, wir sehen da oben gerade einen Paraglider, der mit Skiern unterwegs ist. Mega geil hier, also habe ich noch nie gesehen. Ja, jetzt, man sieht hier so einiges. Ja. Hier, falls ihr euch wundert, wo wir eigentlich sind, wir sind hier in Bergün, hier irgendwo, Salos, glaube ich, heißt das. Richtig schöne Gegend und... idyllisch, an einem Fluss und in die Richtung ist diese, ja, besondere Bahn, wie heißt die jetzt noch? Keine Ahnung, wir blenden auch blenden das auch ein. Auf jeden Fall. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gerne einen Daumen nach oben. Ja, genau, jetzt bin ich raus. Natürlich wollte ich sagen, teilt das Video. Dann abonniert gerne unseren Kanal, da freuen wir uns immer sehr drüber. Ja, und dann würde ich sagen, war es das von diesem Video. VW Multivan, Selbstausbau für jedermann. Wir sehen uns wieder beim neuen Video hier auf unserem Kanal bei Kreuzfahrtbulli. Ciao, ciao. Tschüss.